Hier aus Arnsberg begrüße ich euch heute zusammen mit dem Thomas auf der wahrscheinlich letzten Tour in diesem Jahr, die wir hier zusammen fahren können. Keine große Sache. Wir fahren zusammen mit euch. Wie gesagt, voraussichtlich das letzte Mal in diesem Jahr. Die Runde von Arnsberg nach Hellefeld. Oh, was ist das? Die Strecke ist nass, gefällt mir nicht. Hier scheint es geregnet zu haben. Pünktlich zum Beginn der Motorradstrecke kommen die Tropfen von oben und nehmen uns den Spaß daran. Bis jetzt reicht es aber noch nicht, die Straße nass zu machen. Und ihr seht hier, der Thomas ist genauso drauf wie ich. Er fährt die Kurven vergleichsweise flott und nimmt auf den geraden Strecken das Gas wieder raus. So hält man sich an die Geschwindigkeitsregeln und hat trotzdem Spaß daran. Und was gibt es mir, wenn ich jetzt hier das Gas aufreiße, um da vorne wieder die Kiste zusammenzubremsen? Den eigentlichen Reiz des Motorradfahrens macht ja doch das Kurvenfahren aus, finde ich. Über die Rüttelstreifen. Oh, er macht Pause. Möchte eine rauchen. So, Pause gemacht. Thomas hat eine Zigarette geraucht. Ja, und weiter geht's hier über den Rest von der Hellefelder Strecke. Ja, und wie ich schon sagte, flottes Kurvenfahren.
gleichzeitig die auf den Geraden das Gas rausnehmen. Das ist genau auch Thomas seine Fahrweise hier auf der Hellefelder Strecke, die ja 50 beschränkt ist. Und viel schneller als 50 muss man durch die Kurven noch gar nicht fahren. Also ganz trockenen Reifens ist die Tour dann doch nicht geblieben. Ist aber eigentlich auch ziemlich egal. Ich muss noch neue Reifen montieren, dann müssen die Reifen raus, die Räder raus, dann kommt man auch gut da dran. Und kann das Motorrad ordentlich putzen. Ewig Baustelle. Die Straße wurde auch komplett neu gemacht hier. Ja, fahren bei Regen macht mir persönlich nicht wirklich Spaß. Zum einen vertraue ich der Haftung zwischen Reifen und Straße nicht mehr. Zum anderen weiß ich genau, dass das Motorrad angesaut wird. Das Wichtige auch bei Regenfahrten, noch viel mehr als bei Trockenheit, ist, dass man locker auf dem Motorrad sitzen bleibt und trotz dem Regen und dem unguten Gefühl nicht verkrampft. Man wählt die Geschwindigkeit halt so, wie man sich zutraut. Bei mir ist das nicht allzu viel. Es wäre sicherlich deutlich mehr möglich. Ich fühle mich dann aber nicht mehr wohl. Dementsprechend mache ich es auch nicht. Und hier ist es schon wieder ein bisschen trocken. Und die Straße ist wieder trocken. Insgesamt hat sich aber kräftig abgekühlt. Es wird Zeit, dass ich das Innenfutter in der Jacke reintue.
rausbeschleunigen hat, hat er mit seiner MT09 doch schon deutliche Vorteile. Die Mehrleistung, die merkt man deutlich. So, die Sonne steht mittlerweile ziemlich tief hier. Das Licht geht uns gleich aus. 19.15 Uhr haben wir es mittlerweile. Und hier in Glinge, an der Glinge, verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Bleibt immer fair im Verkehr. Macht's gut, wenn ihr wollt. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.